Dass kein Eis in der Nähe ist. Korrekt. Cat approves everything. Cat is approval. Cat approval. Cat approval to go. Caterpillar. Ah, ich sehe übrigens, dass ich gerade wieder meinen ganzen Kram so hart zumelde. Ich werde irgendwann sehr früh anfangen müssen, mein Stuff zu sortieren, weil sonst wird es ein Chaos werden. Pretty sure of that. Sonst wird ein einziges riesiges Chaos werden. Wenn ich mich nicht darum kümmere. Und Blueberries! Yay! Ich rieche Ertrag! Ich rieche Geld! Ich liebe Geld! Und ich liebe Karate! Und sogar noch mehr. Yep, heute wird ein ertragreicher Tag. Das ist alles wunderbar. Zack, dann ganz normal kurz die Tomaten alle aufsammeln. So. Wunderbar. Bringen wir den ganzen Kram mal weg. Auf Schimon sehe ich denn schon, das ist gut. Vielleicht solltest du Schein nachmachen und das vielleicht ein bisschen mehr ertragen. So, raus mit unserer Gießkanne. Wir gucken, dass wir jetzt alles erstmal durchbewässern. Damit wir das up and going haben. Und ich bin gerade überlegen, wie ich das im Herbst angehen soll. Also, ich hoffe, dass ich bis dahin meine Sprinkler fertig habe, dass ich aber ein bisschen mehr auf einmal bewässern kann, mir ein bisschen mehr Übersicht haben. Auf jeden Fall ein paar Sprinkler wären cool, weil ich habe schon gemerkt, es regnet nicht wirklich viel dort. Also, ist gerade nicht die beste Zeit, um irgendwas zu machen. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir ein paar Sprinkler kriegen, dass wir da ordentlich was machen können. Auch wenn ich denke, dass das heavy sein wird. Ich habe gar keine Schule. Yay! Dann sitze ich hier und streame. Ja, ich bin traurig. So, hier nochmal ein bisschen was platzieren. Da ein bisschen was gießen. Dann haben wir volle Übersicht, volle Kontrolle über alles. Alles sieht super awesome aus. So. Und hier gleich mal beginnen zu bewässern, bis unsere Gießkanne leer ist. Einer geht noch. Und los, wieder auffüllen. Theoretisch könnte ich einfach schauen, dass ich jetzt schon mal ganzer dieses Parallelgedings abziehe, damit wir den frischen startenden Herbst haben. Also, dass ich jetzt mich um meine Crops kümmere, gucke, dass ich hier alles habe. Und sobald wir damit fertig sind, ich kurz einen Salat fresse, socialize. Ja, ich kann eigentlich heute noch socializen. Wenn wir Harvey direkt sehen. Obwohl, nee, socializen wir es morgen, weil es hieß, Sonntag oder Dienstag löst es sich das Event aus. Sprich, da könnten wir dann gleich vorbeigucken und ohne groß Zeit zu verlieren. Dann werde ich mich hier drum kümmern, den Salat fressen und direkt in die Mine gehen. Schauen, dass wir da nochmal ein paar Ressourcen kriegen. Gezielt Gold und Silber wären mir wichtig. Quartz werden wir nebenbei ein bisschen was sammeln, denke ich. Und ja, und wenn wir dann morgen socialisen, gucke ich, dass ich gleich noch an den Strand gehe und hoffe auf ein paar Muscheln, die wir ausnutzen können. So. Ist das nicht alles wunderbar? Wunderbar! Wie ist Blade & Soul jetzt eigentlich so wie die ganze Zeit in Black Wolves gespielt habe? Ich weiß nicht, was ich gesehen habe, fand ich ein bisschen langweilig. Mich hat es nicht so angesprochen, das war nicht, dass mir gesagt hat, hey, kauf es! Gleich heute, fünfmal, hintereinander. Weil du es musst. Sonst, ich hab's gesehen, ich habe mir nicht viel dabei gedacht, ich hab's links liegen lassen und war vorbei. Jeder hat geredet, dass es so das große, tolle Spiel sein soll. Und dass es super die Abwechslung zu allem anderen sein soll, was Menschen gespielt haben, aber ich hab's gesehen, ich fand's einfach nur irgendwie nicht sonderlich ansprechend. Sind wir wahrscheinlich auch gespaltener Meinung, aber das ist eh meine Meinung. Ich kann nicht sagen, was ich will. Hauptsache mir schopft niemand irgendwas in die Fresse rein. Axt können wir ablegen, das können wir ablegen. Sichel brauchen wir nicht. Brauchen wir eigentlich genauso wenig. Dann organisieren wir alles und los geht's. Den Kaffee nehme ich, falls es mal knapp wird. Und übrigens, hi Shady. Kauf das Free-to-Play-Spiel! Los, ist der! nee. Ja, ich warte ab. Ich warte ab, bis irgendwie das ganze Gerede drumherum weg ist, damit ich da mit einer nicht vorgefertigten Meinung reingehen kann und schauen kann, was ich wirklich von halte. Aber ansonsten. Meine Leute sagen viel Positives. Leute sagen, dass Skyrim gut ist.
Bestellen. Nun geben sie Genres. Was für ein Genre ist das so gesehen? War das nicht so ein Brawl-Mix-Up-Gedönsgedingse? Muss ich mich da ein bisschen was fragen, was es genau eigentlich ist. Aber, anyway, wir gehen erstmal wieder weiter runter. So, hi. Ab runter zu 70. Sollten eigentlich nochmal 10 Floors schaffen, wenn wir gut sind. Und guck mal, da geht's direkt weiter, aber ich hole mir erstmal die Silver hier. Und wir checken, ob es noch was Schönes gibt. Zum Beispiel einen Skeleton. Können wir gleich mal anfangen, den zu legen. Ich weiß nicht, ob die irgendwas Ordentliches droppen, aber... Wir können sie fertig machen. Das ist eine schöne Sache. Also machen wir sie fertig. Weil wer mag schon Skeletons? Pff, bitte. So, hey. Meiner Erfahrung nach kriegen wir auch was Schönes, wenn wir ein paar Skeletons legen, aber ich glaube, das sind um die 80 rum, die wir töten müssen und das wird ein bisschen dauern. So. Einmal nach dem Ausgang suchen, immer weiter runter gehen. Aber ich schätze, werde ich absolut nichts finden, also kann ich gleich hier anfangen zu hacken. Und hoffen, dass wir den schneller finden als beim letzten Mal. Und ich nicht eine unnötige Runde drehe, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Was ich wahrscheinlich gerade eben schon mache. Aber ey, sehe ich denn times. Dass ich nicht alles mache, um dumm für euch zu wirken. Alles klar, lasst es schmecken. So, geht direkt wieder weiter runter. Den Skeleton können wir schnell in die Ecke drängen und kaputt schlagen. Der sollte kein Problem sein und rat mal, wer gerade einen Ausgang gefunden hat. So, unten können wir nochmal einen Diamanten wegschlagen und dann nehmen wir auch direkt den Ausgang, weil wir sonst nichts verloren haben. Siehst du? Perfekt. Wahrscheinlich werden jetzt genauso wieder wie sonst auch richtig viele Ausgänge spawnen, solange ich sie nicht brauche. Solange ich ohnehin schon einen gefunden habe, aber dann werde ich wieder einen brauchen, werde ich eine halbe Stunde quer durch den Dungeon rennen, aushungern, sterben, verzweifeln. Und ich werde keinen einzigen Ausgang sehen, der mir irgendeiner Form helfen wird. So, weg mit dir, lieber Skeleton. Da, perfekten Ausgang. Silver Ore. Kriegen wir genug rein? Sollten wir auch, glaube ich, gut haben am Ende. Das einzige Problem, was ich hier haben werde, ist Gold, bis ich ein bisschen tiefer in die Mine vordringen werde. Oh, sorry. Zack, einmal Salat rein und dann geht wieder alles. Jo, perverse Eremit, den hatten wir auch schon lange nicht mehr dabei. What up? Wie geht's, wie steht's? So, einmal Platz schaffen. Wir kämpfen uns durch den ganzen Möhrchen durch. Und legen ein paar weitere Slimes, mit denen Shai ja ihre Probleme hat. Also legen wir sie quasi für Shai. Mit Shai. Für Shai. Alles für Shai. So, gucken, ob Paul davon eifersüchtig wird. Dipdidoo. Letztes bisschen Silver einsammeln und weiter geht's. Ich kämpfe mich hier nur kurz durch den Stein, durch in der Hoffnung, vielleicht einen Geo zu finden oder sowas. Auch wenn ich es ein bisschen arg. Nee, es ist eine Art Abkürzung, ich habe nicht so viel Zeit verschwendet. Wir sind eigentlich relativ schnell durch die ersten 5 Floors durchgegangen. Also können wir uns ganz glücklich schätzen. So, jetzt nur noch schnell den Skeletten durchhauen und schauen, was es hier überall gibt. Mh, Geo. Oh ne, Aquamarine. Sieht ein bisschen aus wie ein Geode. Wobei der, glaube ich, spitz sein müsste, deswegen bin ich eigentlich einfach absolut dämlich. Ich kann keine Form erkennen. Das ist auch Zombie. Zack. Damage ist mir gerade übrigens Atem nicht so wichtig. Like, ich ignoriere es relativ stark, weil wir haben so viel Salat dabei, dass es okay ist. Erst in späteren Gebieten komme ich nicht wirklich mit dem Heilen hinterher. So dass ich vielleicht aufpassen sollte, Damage zu bauen. Es sei denn, ich möchte gerade irgendwie 5000 Gold pro Runde in der Mine ausgeben. Das ist nicht unbedingt eines meiner Ziele. So. Na, ah, schon wieder der Baton. Ich finde, das ist keine gute Waffe, einfach nur weil... Sie macht zwar gut Damage, aber hat so doofes DPS. Ich kann manche Gegner eher one-hitten, das ist das Einzige, ups, was es mir nützt. Sonst denke ich nicht wirklich, dass ich irgendwas davon habe. Und ein Magnet Ring, perfekt. Wir haben ein bisschen mehr Range. Wenn wir Dinge aufheben möchten. Zack, und weiter geht's. Oh, fucking Slime. Wie einfach nur schon in die Ecke gewartet hat, das Mistchick. So, weg mit dir. Selbst nehme ich Danken an. Jetzt zerbreche ich hier einmal was. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl wie sonst. Ich möchte mich nicht so sehr an alle Items ranrennen, weil es sich einfach nicht lohnt, hinzurennen, zu warten, bis sie aufgesammelt werden. Mit Magnet Ring ist das Aufploppen und Wegrennen. Ich werde schon irgendwie was auskriegen. So, Amethyst. Das ist great. Das machen wir aus Prinzip auf, weil Stein ist eigentlich immer ganz cool zu haben.
Energy-wise können wir gleich noch was essen, aber wir müssen schauen, ob es wichtig ist. Wir sind jetzt nämlich bei 77. Wir könnten relativ schnell runterkommen. Und vielleicht haben wir ein paar freie Ausgänge. So dass ich mir nicht unbedingt was essen muss. So. Hauptsache gucken, dass wir den Slime in Ordnung kriegen, damit er uns nicht von der Seite einstupst. Dann können wir den auch einmal gegen die Wand drängen. Dann oben Rucksack. Das ist awesome. Rucksack bedeutet Kohle und Kohle ist leider selten im Spiel. So. Mir ist übrigens eine Sache aufgefallen, die ich persönlich relativ schade finde. Meine Freundin spielt ja auch ziemlich gern Stardew, was mich super freut. Like, sie sucht das Spiel, glaube ich, fast schon schlimmer als ich. Und ich habe gestern 10 Stunden am Stück gespielt. Sie ist ein Mensch, der das Farming komplett beiseite gelegt hat und einfach hauptsächlich Mine und alles andere gemacht hat und Foraging und alles und eigentlich ganz gut durchgekommen ist, jetzt aber aufs Farmen konzentrieren wollte. Und weil sie ziemlich viel ihre Ores verkauft hat, hat sie nichts für Quality Sprinkler gehabt. Also dachte sie sich, ja okay, die paar Ores, die ich habe, die ich übrig habe und die ich in Bahn verwandelt habe, kann ich eigentlich genauso gut mal eben in eine Gießkanne investieren. Mit der Gießkanne ist man einfach nur schneller, wenn man die upgradet, aber es verbraucht genauso viel. Leider genauso viel an Ausdauer. Was ich super schade finde. Ich fände es eigentlich ziemlich cool, wenn es mit einem Straight Upgrade wenigstens. Ich sag mal, ich glaube, einmal gießen kostet ein 2 Energie. Wenn ich mich nicht irre. Und man nimmt quasi, glaube ich, nach dem ersten Upgrade halt schon mal so ein 2x3 Feld zum Beispiel ein. Oder 1x3, glaube ich. Was dafür sorgt, dass man einfach ein Drittel der Zeit braucht. Aber es wäre angenehm, dass man dann nicht 6 Energie braucht, sondern vielleicht 5 oder 4, wenigstens was Kleines. Aber, nope! Kostet genauso viel Energie, fand ich dann ein bisschen schade. Das ist schon so eine Sache, die ich bei Harvest Moon nicht mochte. So, ein bisschen Copper, wird auch nicht schaden. Hauptsache, wir kriegen unsere schöne Server-Orche fertig. Und einen schnellen Ausgang, der wäre auch noch cool. Ist jetzt ohnehin 79, sprich, wenn wir das haben, renne ich raus und gucke, ob wir auf dem Weg vielleicht zurück noch jemanden treffen, dem wir was schenken können. Damit ich so tun kann, als ob mich Menschen jucken. Na komm, ich möchte nichts essen. Ah. 12. Ich möchte wirklich nichts essen. Omnigeo. Ach, ja, gut. Hauen wir uns einfach das Spicy Berry rein. Das wird schon voll in Ordnung sein. Mit dem wir ein bisschen was hacken können. Was anscheinend noch bitter notwendig ist. Bitter notwendig, bitter nötig. Ich glaube, ich kriege einfach keinen Ausgang. Ich möchte aber nur nicht den Salat essen, was kostet mich dann schon ein bisschen was. Vielleicht soll ich dann dementsprechend noch nicht komplett daneben hauen. Okay, ja, essen wir den Salat, ich habe sonst nicht viel. So, jetzt können wir uns wieder komplett durchhauen. Und ich glaube, wir machen einen straight Weg nach zurück. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn jetzt nichts aufploppt. So, wir kriegen Firewalker Boots, neue Boots. Wir sind jetzt noch auf einer neuen Ebene. Ab hier kriegen wir leichter Gold, ab hier muss ich auch aufpassen, dass ich nicht komplett von einem Zanat bin, was wir sehen. Aber vor allem haben wir jetzt einen Aufzug und können ganz schnell zurückrennen. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Was hat das eigentlich nur mit dem Minecart auf sich? Kann ich gleich zeigen. Ich sollte eigentlich in der Lage sein, das zu holen. Minecarts repaired, genau. Adventurous Bundle sollte schnell gehen. Ja, können wir gleich abschließen eigentlich. Da sollte ich bald alles haben. Das kann ich machen. Ja, kann ich gleich zeigen. Wir schaffen das in dieser Session, dass ich dir das zeigen kann. Und da ist er. Ich habe keine Frozen Tier für dich, sorry. Also, MMOs. Diese Stärke bekommen. Das ist sorry, eine wie ich eine Stärke nehmen. Okay, sicher. Stundenlang Spielzeit, das ist lange. Dungeon String. Also, es klingt gut, aber ich sag mal. Es gibt immer Downsides zu allem, deswegen, so gut das klingt, irgendwas wird schrecklich am Spiel sein, zu hoher Prozentwahrscheinlichkeit. Irgendwas wird absolut nicht funktionieren, selbst wenn es nur die Community ist. Und, wie viel kriegen wir? 11.000, ja, das ist ganz cute. Damit kann ich leben. Passt eigentlich das Soundlevel so? Boah, wir können nochmal meinen gehen, das ist super schnieke toll. Muss aber schauen, dass ich dann trotzdem mal alles ablege. Was wir nicht brauchen werden. Stunbeton kann ich auch weglegen. Die nehme ich nochmal mit. Alles bis auf 2 Kohle. Ja. Genau. Dann ein nochmal.
Das bewässert sich ordentlich selbst. Können wir uns noch was schnappen. Das restliche Korn können wir noch weglegen. Oh. Upsa. Die werden noch 2-3 gebrauchen, bis die fertig sind. Das ist auch cool. Dann können wir euch alles stollen. Und alles ist super. Okay. Wir sollten ja Silver Ore bekommen haben. Dann kann ich eigentlich genauso gut Silver Ore auch direkt reinschmeißen. Dann haben wir so einen schönen Mix aus beidem. Jetzt gucke ich, dass ich mich hauptsächlich darauf konzentriere, Gold zusammenzukriegen. Gold wird nämlich das Letzte sein, was wir brauchen. Falls ihr euch fragt, was genau ich gerade anziehe, die Quality Spring. Eine Iron Bar, Gold Bar und Refined Quartz brauchen wir. Deswegen versuche ich das gerade alles so ein bisschen verteilt zu sammeln, dass ich alles zusammenkriege, was ich brauche. Und dann können wir auf alles auf einmal abgeben. Und schaut mal, wer auch nicht Shrooms bekommen hat. Nein? Danke. Das sind, glaube ich, aber alles Shrooms, die ich nicht unbedingt brauche. Gucken wir mal eben, ob ich die im Community Center brauche. Nicht hier, sondern mein Crafts Room. Keinen von denen, nein. Okay, dann leider weg mit euch. Ihr nützt mir nichts. Ihr Nichtsnutzer. Einmal und zweimal. Mir ist ein bisschen Geld. Hallo, Crater. Schön fürs Reinschalten. Dankeschön. Los, hol den Rucksack. Ich habe schon den ersten Rucksack. Der zweite Rucksack kostet mich aber, glaube ich, 20.000 oder 30.000. Und der lohnt sich absolut nicht. Ich habe 10 weitere Plätze. Ich habe keine Platzschwierigkeiten. Ich habe eher später Inventory-Schwierigkeiten, weil ich den großen Rucksack habe, weil ich so viel Stuff habe, dass ich hin und her rennen muss, nicht weiß, was wohin gehört und dann komplett durcheinander bin. Und wir können mal eben kurz die super tolle Grape hier in den guten Linus weitergeben, wenn wir schon hier oben sind. Der wird sich freuen. Yay, bitteschön, reden wir noch einmal mit dir. Und nein, wir werden dich nicht ridiculen. Ich mag dich eigentlich. Aber ich schreibe morgen eine Arbeit. Oh no. Wie kannst du das tun? Du kannst nur eine Arbeit schreiben. Du musst dem Lehrer Bescheid sagen, dass du voll busy warst, den Seestern zuzugucken. Da würde ich dann zwar einmal schief anblicken, aber dein vollstes Verständnis haben. Kann ich dir sagen, 100%ige Garantie, dass es funktionieren wird. Oh yeah. So, hier haben wir das Goldohr. Das ist eine super Sache. Und das ist die Sache, die wir jetzt richtig anstreben werden, dass wir ganz viel davon bekommen werden. Und wir haben einen neuen Gegner. Diesen Voodoo-Herrn hier. Der heilt. Und das ist super nervig. Denn ich muss ihn relativ oft anhauen, bis ich eine bessere Waffe habe. Das ist super nervtöten, dauert ziemlich lang und ja. Außerdem sind alle Gegner hier hyperresistent, was Schaden angeht, bis ich eine bessere Waffe habe, weil unser Cutlass macht gerade mal 9 bis 17 Schaden, das ist eben wenig. Deswegen hoffe ich, dass ich hier relativ schnell durch die ersten paar Level durchgerasen werde, keine Probleme haben werde und dann soll es eigentlich ganz gut passen. Punkt ist nur, ich muss mich von den Monstern größtenteils fernhalten und vielleicht Mr. Shaman King noch rausschalten, dann ist aber alles in Ordnung. So. Die einzige Schwierigkeit, die wir, glaube ich, haben werden hier in dem Level der Minen, ist, dass wir jetzt natürlich keine Goldspitzhacke haben, weil wir nicht wirklich viel Gold hatten bisher, sondern nur unsere Iron-Spitzhacke. Was so viel heißt wie, hey, guck mal, wie lange ich brauche, um jedes einzelne Steinchen zu hauen. Wir werden super schnell müde von dem ganzen Kram und das wird uns, glaube ich, das Ganze nochmal zu einer halben Tortur machen. Jetzt zeige ich euch mal, was ich meine mit, wir müssen uns von den Slimes fertig fernhalten. Die sind jetzt nämlich gefühlt ein bisschen immun geworden gegen Schaden, weil die einfach so einen harten AP-Bus bekommen haben, dass wir echt gut 10, 15 Schläge brauchen werden. Und das hat er mir in einen Damage gemacht. Ihr versteht, glaube ich, wieso ich mich da ein bisschen von fernhalten möchte. Die könnten nämlich etwas gefährlich für mich werden. Übrigens haben wir jetzt schon mal direkt 30 Gold. Das ist super perfekt. 30 Gold sind quasi... fast 30 Gold. Ja, aber es sind quasi 6 Quality Sprinkler für mich fertig. Und jedes bisschen Sprinkler wird cool sein, weil ich möchte eine große Farm im Auto machen. Mir ist aufgefallen, dass ich da das beste Geld eigentlich rausziehen kann. Nur kostet es mich am meisten auch diese Farm aufzubauen. Wir müssen da relativ viel reinstecken und gucken, dass wir ordentlich was rauskriegen. Ah, geh weg. Wieder ein bisschen weggehen. So, hinbekommen. Vor uns ist eine Leiter gespawnt, die nehmen wir auch direkt. Ich bin mir nicht sicher, ob da gerade rechts von uns auch eine war, aber... Der wird mich sowas von verstehen. Yep. Ich meine, wie kann man das nicht verstehen? Ich möchte das halt sich schon so gucken. So, dem unbekanntesten Menschen dieser Welt. Haben wir zu hacken. Eine Art Eyedropper-Tool. Was meinst du damit?
Ja, DDR. Wo bist du unbekannt? Naja, schau auf die Viewzahl. Ihr seid meine kleine, knufflige Community, die täglich da ist und mit der es ganz gut klappt. Ja, ich započu. Можешь ее оставить. Я еще не заплатил. Извиняюсь. So. Einmal zu hacken. Ein bisschen Ohr rauskriegen. Und weiter hacken. Das ist das Problem übrigens, wenn ihr gerade mal auf unsere Ausdauer schaut, merkt ihr, dass es absolut nicht klar geht, hier mit einer schlechten Spitzhacke zu hacken. Deswegen, bis wir upgraden, wir es auch langsam haben werden. Aber es wird gehen. Ich gucke, dass ich einen Salat aufopfer und dann werden wir gleich hier uns weiterhaken. Aber ich opfer ihn erst auf, wenn ich merke, dass es wichtig ist. Oder wenn wir, oh Gott, zu viel Damage kriegen. Ich hätte mich nicht mit ihm anlegen dürfen. Stirb! Ah, der Damage. Erstmal fressen. Mein alter Mathematiklehrer kennt dich. What? Und wie fern meinst du, dein alter Mathelehrer kennt mich? Wie? Ich kenne dich. Ja, Mario. Das freut mich. Ors haben wir keine? Nein, dann können wir direkt weiter. Erläuterung, please. So, spammen wir die Spam. Wir kriegen übrigens gerade Dark Essence zusammen. Verdammt nochmal. Dark Essence ist super gemütlich. Und ratet mal, wer gleich den Shaman King nicht ausstehen kann. Der Shaman King hat übrigens diesen wunderschönen Debuff, den ihr gerade oben bei uns seht. Und weswegen ich auch gleich so ein bisschen aufblinken werde. Deswegen, wir kriegen minus 8 Defense. Und oh, das ist böse. Das ist bitterböse. Mit den Schuhen, die ich gerade drin habe, kann mich, glaube ich, eine Bad One hitten, wenn ich das drin habe. Deswegen, wenn wir diesen Shaman King sehen, den ich absolut übrigens nur so nennen werde, wenn wir ihn sofort umbringen werden. Wow. Wow. Aber inwiefern kann mich dein Mathelehrer, like, in welchem Zusammenhang so ein Video gesehen gehabt, was mich ziemlich verstören würde? Der Shame King ist in einem Stein, das macht ihn gerade super nervtötend. Weil, ach Gott, die steht alle so dämlich. Schnell zu hauen. Und ganz lange auf Abstand halten. Er hat Videos geschaut. Wow, das ist auf irgendeine Art und Weise ziemlich komisch, das zu hören. Auf eine andere interessant. Weil meine Demografie nach weiß ich, dass die meisten jünger sind als ich oder in meinem Alter. Sprich, du hast 20-Jährige bis, glaube ich, runter zu 14-Jährigen. Das ist so die Menschen, die mir zugucken. Was ich angenehm finde, ich habe mich zu junger Zuschauer. Ist ganz cool, ich mag meine Community, die ist super awesome drauf. Aber dass ein Lehrer mir zuguckt, das ist so ein bisschen verstörend. Wie alt war der Dude? Zack. Oh Gott, wegrennen. Nee. Wir haben dich gecornert. Bleib da. We shall surrender. Freaking Slime Frick. Freaking. Puh. Wir haben direkt eine Leiter, das ist super toll. Bloß möchte ich nicht so schnell wie möglich runter. Ich möchte so viele Ressourcen wie möglich mitnehmen. Wir haben 50 Gold und das ist super cool. Und hier müssen wir uns an dem Slime vorbeikämpfen. Es sei denn, ich will einmal außen rumlaufen, aber da oben war, glaube ich, auch noch einer. Also macht es gerade keinen Unterschied. 59 Heilige. Wow. Fucking Leiter. Ich hätte wirklich außen rumgehen sollen. Das ist so komisch. Es ist komisch, das zu hören. Ich meine, mich freut's. Aber. Hat er noch irgendwas gesagt oder war das nur so reingeschmissen? Like, hat er das nur irgendwie kommentiert? Irgendwas dazu gesagt? Außer, hör auf, das anzugucken. So, runter zu 88. Und guck mal, wer dann Diamanten auf seiner Stage hat. Na? So. Oh, fuck. Wisst ihr was? Wir gehen runter. Ich habe keine Lust auf die Bats. Die Bats sind super nervig. Ich bleib mal kurz genauso. Ich muss nämlich nur die Slimes von mir fernhalten. Dann ist alles gut. Der rechte Slime ignoriert mich, also spammen wir uns kurz an den hier ran. Zack. Jetzt können wir den oben rechts wieder rausnehmen. Viel besser als in den letzten Parts, wo ich nur Damage gefressen habe, als ich gegen die Slimes angetreten bin. Und die mich fast umgebracht haben. Wenn ich überlege, dass ich später eigentlich noch schlimmere Gegner hätte, wäre ich mit meiner Logik vom letzten Part absolut umgekommen. Naja.
Jugendlied schnell. Wow. Es ist so awkward. Okidoki, wir fressen eine Grape. Das wird uns schon nicht allzu Schlimmes antun. Da haben wir nämlich Platz für einen Diamanten. Grüße wie Guts und Diamonds in the Sky. Und jetzt holen wir uns noch das Quarzstück. Und das an den Amethyst. Und ein bisschen Gold hier drüben. Ich habe keinen Platz für den Amethyst. Das ist komisch. Beides muss ich Gunther abgeben. Ja, Fiber können wir nicht rauskommen. Brauchen wir nicht wirklich. An sich sind wir schon fast fertig. Es ist nur. Hier sind noch ein paar Mineralien, die ich haben möchte. So das bisschen Gold und den Ruby. Und sobald ich den habe, bin ich glücklich. Aber dafür muss ich erstmal Mr. Backstab. Die Dinger möchten uns übrigens unbedingt den Rücken berühren. Ich weiß nicht wieso. Wenn es mehr Gegner wären, wäre es vielleicht angsteinflößend. Aber sonst ist das. Ja, auf meinen Rücken reinzurennen, Mann. So. Und guck mal da, wir kriegen noch einen Drop. Nämlich ein besseres Schwert. Das wir jetzt direkt austauschen werden. Zack, das alte kann weg. Ich brauch's nicht. Das bringt uns, glaube ich, nur 500 Gold an oder so. Deswegen nicht allzu gut. Und voilà, neues Schwert. Das macht jetzt 30 bis 45 Schaden. Wir haben dreifachen Schaden. Wir haben eigentlich richtig viel Gold geholt. Mein ganzer Plan ist in Erfüllung gegangen. Alles wird cool. Alles wird cool. Ich glaube, ich krieg das ziemlich gut hin jetzt. Ah, cool. Spielst du noch Läuschen? Jein, ich habe jetzt lange nicht gespielt. Ich gucke mir in letzter Zeit wieder was an, weil meine Smash-Truppe mich dazu drängt, LoL zu spielen. Ich gucke es mir an. Die haben viele Dinge geändert, die ich einfach absolut scheiße fand. Direkt nachdem ich gegangen bin. Ich glaube, Riot wollte mich echt zurückhaben. Okay. Danke fürs Holz. Ich habe nur keinen Platz dafür. Was ich super angenehm finde. Ansonsten, ja. Langsam gucke ich es mir an, aber ich denke nicht, dass ich in irgendeiner Form aktiv spielen werde. Haben wir die dritte Dwarf Scroll? Ja, wir haben die dritte Dwarf Scroll, sonst wird es nämlich nicht dran stehen. Dann können wir. Wir haben keine Kohle gefunden, wow. Ich dachte, ich hätte jetzt sowieso Kohle dabei. Na gut, dann rein und raus. Wir holen uns neue Kohle. Als ob ich da nicht mit Kohle reingehen würde, bitte. Zack. Ich habe mich nicht mit dem Hextech-Crafting beschäftigt. Also, ich habe nicht mehr mitbekommen, was du gesagt hast. Als du mir geschrieben hast, ist es mir vorbeigezogen im Augenblick. Okay, Amethyst, Goldor, einfach mal alles reinklatschen, was sich reinklatschen lässt. Magma Geode mache ich auf, kann ich mitnehmen. Wir werden morgen wahrscheinlich eh socializen. Das kann ich dann beides abgeben. Ich hab übrigens die ungeordnetsten Chests ever, ich weiß. Das ist auch nicht gut, aber ich kümmere mich ein anderes Mal darum, sagte er und wird sich niemals darum kümmern. Eine Crab haben wir, die kann ich dann gleich verkaufen. Ja, Beute, sonst kann ich gleich hier reinpacken. Und Kappa hier. Vielleicht kümmere ich mich auch gleich einfach mit um die Chests. Ich habe nämlich eine Mining Chest gehabt, eine Chest für Foraging. Genau. Eine Chest für Foraging und noch eine Chest für jeden Stuff, den ich sonst nicht reinklatschen kann. Also, keine Ahnung.